Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Ja, wir sind im Finale vor der großen Wahl dieses Monats, vor der Salzburg-Wahl. Und wir haben die Frau, die Salzburg aufmischt und die dafür ordentliche Aufregung, vielleicht sogar für ein Erdbeben in Salzburg sorgen wird, jetzt abschließend im Studio. Am Sonntag wird gewählt. Heute zum letzten Interview bei uns Marlene Swatzek. Willkommen, Frau Swatzek. Soll ich schon Frau Landeshauptfrau sagen? Nein, nicht voreilig sein. Nicht verschreien. Gut. Frau Swatzek, ich kann mich erinnern, ich habe schon so viele Interviews mit Ihnen gemacht, angefangen fast als Jugendpolitikerin etc. Stehen Sie vor dem wichtigsten Tag Ihrer politischen Karriere am Sonntag? Ja, es hat sich ein bisschen was getan in den letzten 7 Jahren. Und natürlich, am Sonntag ist in Wahrheit der Tag, wo sich das lohnen soll, die Arbeit der letzten Jahre. Und wir hoffen natürlich auf ein gutes Ergebnis. Und natürlich ist der Tag wichtig, da fiebert man drauf hin. Was ist denn ein gutes Ergebnis für Sie? Ja, historisch wäre es einmal, wenn wir die 20% überspringen. Naja, bitte, Sie kommen von 18,8, das wäre 1% Zugewinn. Selbstverständlich ist nichts. Und damals waren diese 19,5% ja auch unter Jörg Haider, das waren die glorreichsten Zeiten der Freiheitlichen. Darüber haben wir es noch nie geschafft. Also sie wären auf alle Fälle historisch und dann schauen wir. Also Sie haben tatsächlich die Keckheit, mir zu sagen, Sie feiern bereits, wenn Sie die 20%-Hürde überspringen, das wäre historisch. Wäre es auch historisch, wenn Sie die 25%-Hürde überspringen? Ja. Halten Sie das für möglich? Das wäre dann wahrscheinlich nicht historisch, das wäre episch. Ja, es ist offensichtlich alles möglich. Die Umfragen prognostizieren uns Ergebnisse von 21-29%. Das wird in Wahrheit ein bisschen ein Blindflug, auch am Sonntag. Man kann momentan überhaupt nichts sagen. Alle Parteien liegen so gemischt in den unterschiedlichsten Umfragen, dass es eine große Überraschung werden kann am Sonntag. Es kann relativ fad ausgehen. Also alles ist möglich. Ja. Und wie würden Sie es nennen, historisch, episch, fundamental, erdbebenmäßig, wenn Sie über 30% kommen? Ja, da fällt mir dann wahrscheinlich kein Wort mehr ein, das das beschreiben würde. Aber in erster Linie, wie gesagt, ist einmal historisch. Wenn noch mehr draufkommt, dann episch. Und wenn es die 30% werden, wenn es tatsächlich ein Duell vielleicht um Platz 1 wird mit dem amtierenden Landeshauptmann, dann ja, ist das wahrscheinlich einmalig. Sie haben dieses Duell ja ausgerufen. Frech, wie Sie sind. Ja, eigentlich hat es der Landeshauptmann ausgerufen. Also damit habe ich nicht gerechnet. Das haben schon Sie ausgerufen. Und er hat dann gesagt, jetzt geht es um Salzburg, jetzt geht es um Salzburg. So ist es, ja. Also bis dato war er sich ja relativ sicher, dass er auf Platz 1 landen wird. Er hat ja auch schon gesagt, also wir werden diese Wahl am Sonntag gewinnen. Seit dieser Woche, glaube ich, geht es jetzt ums Duell. Das ist wahrscheinlich eine Mobilisierung der letzten unentschlossenen ÖVP-Wähler. Weil was man schon merkt, ist, dass auch die konservative Basis ein bisschen bröckelt. Und ja, das ist halt jetzt die Mobilisierung in den letzten Tagen. Sie spüren einen Zuspruch oder Sie sind verunsichert? Weil jetzt wirken Sie eher ein bisschen verunsichert da. Nein, wir spüren natürlich einen Zuspruch, aber am Ende des Tages muss jeder Zuspruch dann am Sonntag mit der Wahlstimme und mit dem Wahlergebnis auf den Tisch kommen. Also nichts ist selbstverständlich. Eigentlich fangen wir alle wieder bei Null an und starten nicht von dem, was das letzte Mal war, weil jede Stimme will noch einmal überzeugt werden. So gesehen bin ich demütig, sage ich jetzt einmal. Nicht verunsichert, aber demütig und ich habe einen riesen Respekt auch vor dieser Wahl und vor dem Ergebnis. Mit welchem Thema wollen Sie denn diese Salzburg-Wahl gewinnen? Der Udo Landbauer hat Niederösterreich gewonnen, überraschenderweise mit dem Thema Corona. Ja, also sozusagen, ich bin Robin Hood, ich bin der Rächer aller Corona-Geschädigten und mit dem Thema Zuwanderung. Was sind Ihre Themen, mit denen Sie gewinnen wollen? Ja, unser Themenmix ist relativ breit. Natürlich das Thema Corona, wo es aber vor allem um die gesellschaftliche Spaltung der letzten Jahre geht, wo unser Landeshauptmann ja vorne mit dabei war, obwohl er sich jetzt an nichts mehr erinnern kann. Das Thema Migration. Corona heißt was? Corona heißt die Spaltung und das, dass man eigentlich in den letzten 2 bis 3 Jahren gemerkt hat, dass es ein Problem ist, wenn jemand an der Spitze ist und politische Entscheidungen trifft, der halt charakterlich vielleicht ein bisschen defizitär ist und überall sofort mit dabei ist. Charakterlich defizitär? Und sich nicht deshalb, vor Moment, das muss ich jetzt festhalten. Wir stehen 2 Tage vor dem Wahltag und Sie sagen jetzt plötzlich, dieser Landeshauptmann ist charakterlich defizitär. Naja, er plakatiert ja Anstand und seinen Stil. Und wenn ich mir anschaue, was die letzten 2, 3 Jahre passiert ist in der ÖVP, hat das mit Anstand oder einem Stil des Verbindenden, des Gemeinsamen überhaupt nichts zu tun. Das ist aber schon heftig.
lustig, das ist ja fast ärger als die Muslim-Mama vom Herrn Landbauer. Nein, wenn Sie sagen, der Herr Haslauer, mit dem Sie in die nächste Koalition vielleicht müssen, ist charakterlich defizitär. Der wird zuschauen, der wird sich das merken. Naja, ist ja nicht so, dass ich ihm nicht schon in die Augen geschaut hätte und ihm genau das gesagt habe, dass er in den letzten 2-3 Jahren einen Stil geprägt hat, gemeinsam mit seiner ÖVP, mit einer Frau Edtstadler, mit einem Karl Nehammer, mit einem ehemaligen Kanzler Schallenberg, der nicht unbedingt zuträglich war, auch der gesellschaftlichen Entwicklung. Also das ist für ihn wahrscheinlich nichts. Aber wie wollen Sie denn die Spaltung von Corona überwinden? Indem die Strafen zurückgezahlt werden? Oder was sind da jetzt Ihre konkreten Forderungen? Ja, man wird sich auf alle Fälle nach der Wahl zusammensetzen müssen, ganz egal, wie dieses Ergebnis ausgeht, und wird darüber reden müssen, wie man diese Gräben eben zuschüttet. Bei den Corona-Strafen haben wir es ja jetzt fast ein bisschen leicht, weil wir in Niederösterreich jetzt sehen, ob es möglich ist oder ob es nicht möglich ist, ob es ein Landesthema ist, ob es ein Bundesthema ist, und wenn es in Niederösterreich möglich ist, warum dann nicht in Salzburg auch? Und nachdem die ÖVP ja auch einen Versöhnungsprozess anstrebt, wird man das irgendwo mit Leben erfüllen müssen, also wird das auch Thema sein nach einer etwaigen Wahl. Sie wollen die Strafen zurückzahlen? Wenn es geht, wenn es machbar ist und wenn das auch verfassungsmäßig hält, ja, warum nicht? Und wie wollen Sie die Gräben sonst zuschütten? Ich glaube, es geht auch wieder um Glaubwürdigkeit und um Vertrauen. Und wenn am Sonntag das Wahlergebnis so ist, dass die ÖVP vielleicht Erster bleibt, wir Zweiter werden und sich dann auch nur eine Mehrheit aus diesen Parteien ausgeht, dann muss man halt auch zeigen, dass wir den Wählerwillen akzeptieren und respektieren und auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es nicht immer leicht war, zwischen mir und dem Landeshauptmann, beziehungsweise im Generellen zwischen uns und der ÖVP, dann wird man das akzeptieren und zeigen, gut, im Sinne des Bundeslandes, im Sinne der Bevölkerung arbeiten wir gemeinsam und in die Richtung wird es gehen. Das ist jetzt original Udo Landbauer. Das heißt, Sie springen so wie der Udo Landbauer über den Schatten. Er heiratet die Muslimmama. Sie heiraten einen charakterlich nicht gefestigten alternden Landeshauptmann. Ja, Gott sei Dank ist die Hochzeitsentscheidung nicht die ansteht am Sonntag und auch nicht am Montag nach der Wahl. Aber klar, ich glaube, es liegt in unserer Verantwortung, wenn uns Sie der Wähler die Stärke ihm regieren, gibt, dass wenn man er miteinander mit ihm regiert. Sie würden mit ihm regieren. Sie würden sagen, machen wir eine Salzburg-Koalition. Naja, zuerst muss einmal das Wahlergebnis am Tisch liegen und dann natürlich ist der erste Schritt, dass man sie zusammen an den Tisch setzt und dass man mal über Inhaltliches verhandelt. Ich höre vom Landeshauptmann immer nur, es geht ihm um Anstand, es geht ihm um Stil. Dann kann er mit den Kommunisten genauso regieren, wenn es inhaltlich ohnehin egal ist. Was sind also denn jetzt Ihre großen inhaltlichen Punkte außer Corona? Naja, ganz wichtig ist das Thema Teuerung, die Strompreise in Salzburg, gerade was unsere Salzburger AG betrifft. Mhm. Da ist man jetzt 3 Wochen vor der Wahl draufgekommen, jetzt gibt es einen neuen Tarif, den hat der Landeshauptmann jetzt durchgesetzt, hat die letzten Monate uns zwar immer erklärt, er kann da nichts machen, er ist zwar nur Aufsichtsratsvorsitzender, aber bei den Strompreisen hat er nichts mitzureden. Jetzt schaltet die ÖVP in allen Zeitungen Inserate, also der Landeshauptmann hat es durchgesetzt, diese 19 Cent 90 netto, die jetzt kommen. Wir waren vor 1,5 Jahren bei nicht ganz 11 Cent. Jetzt sind wir bei über 20 wieder pro und da spüre ich keine Verbesserung. Das ist immer noch viel zu viel und immer noch viel zu teuer. Also das ist mein erstes Ihr Thema. Konzept wäre, Ihr Konzept wäre? Naja, die Preise am internationalen Markt, die Strompreise, die sinken ja. Wie es nach oben gegangen ist, hat man sofort weitergegeben. Jetzt geht es nach unten, jetzt wartet man ab. Wir haben jetzt gestern gehört. Das heißt, Sie wollen zurück zu den 11 Cent? Na, jedenfalls eine Senkung. Wir haben gestern gehört, die DIWAG, das Tiroler Energieunternehmen, hat 120 Millionen Euro Gewinn gemacht. In Salzburg wartet man nach wie vor auf die Bilanz. Die hätte im März veröffentlicht werden sollen. Ich frage mich, warum sie immer noch nicht da ist. Vermutlich, weil die Salzburger AG wieder Millionen Gewinn gemacht. Soll der Gewinn ausgezahlt werden an die Bevölkerung oder wie stellen Sie sich das vor? Das halte ich für nicht gescheit, weil da bleibt dann wahrscheinlich relativ wenig pro Haushalt über und dann haben wir wieder diese Einmalzahlung. Sondern es geht darum, dass man direkt auf diesen Strompreis wirkt, keinen neuen Tarif irgendwo erfindet, wo man sie wieder irgendwo verbindlich dann die nächsten 2 bis 3 Jahre in einem Knebelvertrag wiederfindet, sondern direkt wirken auf die Strompreise und die Strompreise senken. Ja, und wie viel soll das sein? Naja, dass wir wieder in diese Richtung kommen. Also man, Richtung 15 Cent und drunter muss es auf alle Fälle also gehen. Also mindestens 15 Cent. Also auf alle Fälle eine spürbare Maximal Entlastung. 15 Cent. Spürbare Entlastung. So, das ist die Teuerung. Was noch außer Corona und Teuerung? Ja, das Thema Wohnen spielt natürlich mit hinein. Salzburg war vor 25 Jahren schon das teuerste Pflaster. Damals war das schick, da hat man sich damit gerühmt, weil es halt so exklusiv war, in Salzburg zu wohnen. Mittlerweile ist es halt existenzbedrohend. Und da gehört halt einiges gemacht. Wir haben den Vorschlag auch schon gemacht, dass man beispielsweise Deutsch als Voraussetzung für eine geförderte Mietwohnung vorweisen können muss. Der Landeshauptmann hat das bereits abgelehnt, das will er offensichtlich nicht. In der Wahlkabine gibt aber die ÖVP an, dass sie genau das will. Also ich kenne mich da auch nicht mehr aus, was man jetzt wirklich bekommt bei der ÖVP. Wir brauchen mehr geförderte Wohnungen, weil mittlerweile kann man sich eine geförderte Mietwohnung zwar schon noch leisten, aber am freien Markt fast keine Mietwohnung mehr. Und der Sprung ins Eigentum ist fast unmöglich geworden, weil man ja auch überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, als junger Mensch, dass man sich
sie Kapital ansparen. Und was ist Ihr Vorschlag? Weil das ist ja sozusagen ein Sonntagsgebet, was Sie jetzt gesagt haben. Gibt es auch einen konkreten Vorschlag? Naja, die Vorschläge, die gleichen sich eigentlich quer durch alle Parteien, aber ich frage mich halt, dass die letzten 10 Jahre regiert haben, das nicht umgesetzt haben. Eine aktive Bodenpolitik, das wäre einmal das Erste, dass das Land Salzburg Grundstücke ankauft und nicht darauf wartet, dass private Bauunternehmen das machen, die dann das über 15 Jahre brach liegen lassen, sodass der Wert steigt und dann bauen sie sündteure Eigentumswohnungen dort, nicht für die Salzburger, sondern für alle anderen. Geförderte Mietwohnungen, da stärker investieren, mehr geförderte Mietwohnungen bauen, das ist jetzt momentan einfach einmal das Wichtigste. Also das Land soll Grund aufkaufen und dort geförderte Mietwohnungen bauen. So ist es. Dafür gibt es ja die Landinvest, die ja gegründet worden ist. Das ist aber ein zahnloses Instrument und passiert bis dato nicht. Wie viele Wohnungen würden Sie bauen in 5 Jahren? Naja, jedenfalls, das muss die Unterkante sein, 1000 geförderte Mietwohnungen im Jahr. Wobei eigentlich braucht man mehr bei der Entwicklung, die man momentan in Salzburg haben. In Oberösterreich sind es so zwischen 2.000 und 3.000 im Jahr. Da funktioniert das etwas besser auch unter dem Freiheitlichen Wohnbaulandesrat. Also in Salzburg müssen wir Unterkante... Also Sie hätten gerne einen freiheitlichen Wohnbaulandesrat, der dann mindestens 1000 Wohnungen baut, wenn es geht, gleich viel wie in Oberösterreich, das wären dann 2000 Landteilsmäßig. Ja, jedenfalls muss sich was ändern. Die letzten 10 Jahre hat das Wohnbauressort immer der schwächste Regierungspartner bekommen. Die das NEOS. Vor 5 Jahren genau, war es das Team Stronach, jetzt die letzten 5 Jahre waren es die NEOS. Also die ÖVP lässt da ohnehin immer die Finger davon, wahrscheinlich aus gutem Grund. Und dass die Wohnbauförderung reformiert wird, das wäre schon wichtig. Das Wohnbauressort würden Sie gerne haben. Naja, es ist ein heißes Eisen. Und natürlich wird man als freiheitliche Partei nicht davor zurückschrecken, auch da in dem Bereich etwas zu machen. Was noch? Also wir haben jetzt gerade Teuerung, Corona, Wohnen. Ja. Was sind noch Ihre wichtigsten? Die drängendsten Probleme, glaube ich, ist einmal wirklich das, was da darum geht, ob sich die Leute das Leben noch leisten können das oder nicht. Das sind also die 3 Kardinalfragen. So ist es. Wir haben dann noch große andere Themen wie Gesundheit, Pflege beispielsweise, Migration, Asyl. Das kommt alles noch mit dazu, weil wir Handlungsbedarf haben. Aber diese 3 Fragen, das sind einmal die ersten, die angegangen werden. Bei der Zuwanderung sind Sie ja eher zurückhaltend. Da hat man ja nicht wirklich harte Töne von Ihnen gehört. Na schon, also einen Zaun um Salzburg wollen Sie nicht bauen. Ich versuche einfach, das geht sich gar nicht aus mit den vielen Bergen, ich versuche einfach ein bisschen auch aufzutrennen und zu differenzieren zwischen Asyl und Migration. Das, was wir momentan haben, ist Asyl und irgendwo auch ein bisschen so diese Erwartungshaltung, dass jeder, der zu uns kommt, nach Österreich hier bleibt, ganz egal, ob er Recht auf Asyl bekommt oder nicht. Das ist momentan die Asylpolitik, die in Österreich stattfindet. Wir haben wöchentlich ein neues Männerquartier, das in Salzburg aufmacht, gerade gestern wieder Anrufe von Familien in einer kleinen Gemeinde in Bongau, dass sie jetzt in ihrer Nachbarschaft mit Einfamilienhäusern, Kindern, Familien jetzt plötzlich ein neues Männerquartier kriegen. Männerquartier heißt Flüchtlingsquartier. Männerquartier heißt natürlich... Das nennen Sie jetzt Männerquartier. Naja, es sind ja immer noch Männer, die kommen. Also naja. es glauben ja viele nach wie vor, da kommen die Familien mit Kindern, das sind die Ukrainer gewesen, die sind aber schon da, da kommt jetzt relativ wenig nur mehr nach, mit denen gibt es auch die wenigsten Probleme. Das, was jetzt eröffnet wird, sind Quartiere für Männer aus dem afrikanischen, aus dem arabischen Raum, ja, hauptsächlich aus dem muslimischen Kulturkreis. Die wollen Sie nicht haben. Naja, ich frage mich, wozu, beziehungsweise mit welcher Perspektive? Wenn wir ohnehin wissen, dass der Großteil dessen kein Bleiberecht in Österreich bekommen wird, das aber wahrscheinlich hinausgezögert wird über Monate und Jahre und jeder, der kommt, egal ob er da Recht auf Asyl hat oder nicht, in Wahrheit bleibt, weil das Asylsystem auch in Österreich versagt. Es gibt ja den Bürgermeister von St. Georgen, ganz nahe an der Salzburger Grenze, der ja gesagt hat, bei mir gibt es das nicht, schleicht euch zum ÖVP. Innenminister Schleichzeug mit euren Flüchtlingen, bei mir in St. Georgen wird es kein Quartier geben. Wird es die Frau Swatzig dann auch sagen, kein Flüchtlingsquartier mehr in Salzburg? Ja, definitiv. Es gibt ja kein Durchgriffsrecht des Bundes mehr. Also nach 2015 hat es das ja gegeben, da konnte aber der Bund Sie die Länder verpflichten. Als Landesregierungsmitglied würden darauf bestehen, dass es kein Flüchtlingsquartiere mehr. Ja, das Maß ist voll aus meiner Sicht und im Bund kriegt man das nach wie vor nicht. Und die Alten nicht würden Sie so wie in St. Georgen zusperren oder wie? Naja, natürlich muss man sukzessive schauen, dass man die abbaut. Da sind wir als Bundesland natürlich nicht allein in der Erziehung. Das ist ein großes Bundesthema, aber da ist die ÖVP ja eigentlich in der Regierungsverantwortung und erklärt uns tagtäglich, sie hauen die Asylbremse jetzt rein. Nur merke ich von dieser Bremse halt überhaupt nichts, weil die Zahlen werden jetzt wieder mehr. Je wärmer es wird, umso drängender wird das Problem auch wieder, weil die nächste Völkerwanderung auf uns zukommt. Also natürlich muss immer einer den ersten Schritt setzen. Also auch wenn das jetzt eine kecke Ansage ist mit dem Flüchtlingsquartier, gibt es ja Zyniker wie den Herrn Schaap, die sagen, sie essen jeden Tag in der Früh ein Kilo Kreide, damit sie den Wahlkampf so führen können, wie sie ihn führen können.
weil sie sind vom Kickel ungefähr so weit entfernt wie die Venus vom Mars. Ja, womit er recht hat, ist, dass ich den Wahlkampf ohne Frühstück jeden Tag nicht durchgehalten hätte. Das war das Aber Wichtigste. Aber ist die Kreide zum Frühstück, ist die Frage. Nein, das ist mir doch ein bisschen zu trocken. Ja. Ich glaube, inhaltlich unterscheidet uns da auch nicht viel. Aber ich nutze halt die Gelegenheit, natürlich auch die freiheitlichen Standpunkte und Positionen zu erklären. Und ich bin der Meinung, die sind mittlerweile in dieser Republik auch mehrheitsfähig. Aber Sie haben eine andere politische Linie als der Herr Waldhäusl oder der Herr Landbauer. Ja, das würde ich so nicht sagen. Also, nicht. Wir haben ja den Luxus, sage ich jetzt einmal, mittlerweile unter allen Parteien, dass es eine freiheitliche Partei gibt, wo die inhaltliche Linie klar ist, mit 9 unterschiedlichen Landesparteiableiten, alle davon starke Persönlichkeiten, einen starken Bundesparteiobmann, der in Umfragen auf Platz 1 liegt. Also es könnte schlechter sein als aktuell. Aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war, ob Sie sich vom Herrn Landbauer und vom Herrn Waldhäusl in Art des Auftretens unterscheiden. Naja, ich glaube, eine 30-jährige junge Frau ist natürlich in der Natur der Sache ein bisschen anders. Der Herr Landbauer ist ein 30-jähriger junger Mann und Ex-Skilehrer, so wie Sie, sportlich. Ja. Also da sollte ja normalerweise nicht viel Unterschied. Deswegen hat er so gut abgeschnitten bei der Wahl, weil er ein sympathischer Kerl ist, der in letzter Konsequenz jetzt eine Verantwortung für Niederösterreich übernimmt. Aber Sie machen eine andere Politik als er oder nicht? Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also das heißt, Sie sind Frau Landbauer praktisch. Nein, jeder von uns hat eine eigenständige Persönlichkeit, einen eigenen Charakter natürlich. Und als Gesamtes machen wir die Freiheitliche Partei aus. Nur bei uns gibt es halt keine Zwistigkeiten und ja, keine Abstimmungen. Aber die Frage ist ja, sind Sie jetzt die sanfte Variante der FPÖ oder unterscheidet sie eh nichts vom Landbauern und vom Kickl? Nein, ich bin genau das, was vor Ihnen sitzt. Die Marlene Swatzek, Stellvertreterin im Bund vom Herbert Kickl, Kollegin auch vom Udo Landbauer und Parteiobfrau der Freiheitlichen Partei. Genau, aber mein Eindruck ist, Sie fahren eine andere Form der öffentlichen Auseinandersetzung. Ich meine, das hat man auch in der Elefantenrunde gesehen. Das war eher sachlich, das war eher fast sogar von gegenseitiger Wertschätzung getragen, auch wenn Sie jetzt sagen, der Mann ist charakterlich nicht sattelfest. Ja. Aber das war jetzt nicht von der Härte geprägt, wie es der Landbauer zum Beispiel gegen den Michel Leitner gefahren ist. Da sind ja die Fetzen geflogen. Oder wie es der Kickl zum Beispiel fährt. Ja, aber das ist ja normal. Also das ist ja nicht normal. Wenn unterschiedliche Personen am Werk sind, dann hat ja jeder seine anderen Zugänge. Und bei uns ist es halt so in der Diskussion, manche werfen mir vor, er sei viel zu frech und viel zu radikal. Andere sagen, na, die ist so lieb und sympathisch. Ich weiß ja selber irgendwo nicht mehr. Ja, aber Sie wollen ja eigentlich sympathisch und lieb sein, oder? Das ist doch Ihr Stil. Ich glaube, ich bin es ja auch. Oder wirklich jetzt. Na, aber wollen Sie sein? Wollen Sie? Nein, ich meine, der Herr Kickl sagt, das Letzte, was ich sein will, ist sympathisch und lieb. Ich bin ein Volkskanzler, aber sympathisch und lieb bin ich nicht. Vor allem lieb bin ich nicht. Also ich will durchaus lieb sein. Am Wochenende gemerkt, dass der Herbert Kickl für einen unglaublichen Zulauf hat. Gerade ja, das ist ja unbestritten. Und da ist er, Sie sagen es lieb, ich sage, da ist er volksnah und da ist er natürlich sympathisch. Ja gesagt, und dann nimmt er sich ja Zeit für die Menschen. Ich glaube, man kann das gar nicht planen, wie man ist oder wie man sein will. Das wäre unauthentisch. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass bei uns in der Freiheitlichen Partei jemand unauthentisch ist. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Aber Sie wollen lieb und sympathisch sein, das haben Sie jetzt gerade gesagt. Finde ich eine sehr nette Ansage. Nein, weiß ich nicht, ob es Ihnen jetzt anders vorkommt. Aber nein, mir kommt es nicht anders vor. Ja, nein, ich wollte es nur aus Ihrem Mund hören. Aber ja. Ich glaube, es ist einfach jeder so, wie er ist. Und wenn man sich verstört, fällt es halt gleich einmal auf. Und wenn man authentisch bleibt, ja, dann ist es so. Das kann man mögen, das muss man nicht mögen, das kann man wählen, man muss es aber auch nicht wählen. Das liegt dann in der Entscheidung jedes Einzelnen. Jetzt gibt es für Sie zwei Möglichkeiten an dem Sonntag. Also gewinnen werden Sie mal auf jeden Fall, weil das wäre ja eine Überraschung, wenn es anders wäre. Die Frage ist, wie viel? Gibt einige, die sagen, da wird der blaue Baum nicht in den Himmel wachsen, weil viel mehr als 4-5% kann man nicht dazu gewinnen. Andere sagen, die Stimmung in Salzburg ist derzeit so wütend und so protestgeladen, da kann auch ein Dreier davor stehen bei ihrem Ergebnis, was ja zugegebenermaßen die größtmögliche politische Sensation wäre. Angenommen, Sie werden Zweite, dann ist Ihr deklariertes Ziel, das habe ich aus dem Interview ja schon ganz klar vorgehört, eine Koalition mit dem charakterlich nicht ganz gefestigten Wilfried Haslauer zu bilden für Salzburg. Also Schwarz und Blau arbeiten zusammen,
nach Niederösterreich das nächste schwarz-blaue Zusammenarbeitsmodell? Ja, da waren jetzt mehrere Dinge, die natürlich erfüllt werden müssen, damit das eintritt, was Sie da jetzt prognostizieren. Also zuerst geht es einmal wirklich darum, wer wird wie stark. Ich bin davon überzeugt, wenn die ÖVP stark genug wird, dann würde sie am liebsten die aktuelle Koalition fortführen mit Grünen und Neos. Wenn sie nicht ganz ausgeht. Wenn sie das nicht ganz ausgeht, dann wird die erste Wahl in Richtung Sozialdemokratie fallen, weil der taumelnde David Ecker würde sich natürlich in eine Regierung retten wollen. Am Montag drauf beginnt. Das ist das Madeleine-Dornauer-Modell. Ja, am Montag drauf beginnt die Mitgliederbefragung in der Sozialdemokratie. Also nichts schöner für eine ÖVP als eine taumelnde Sozialdemokratie, der man dann inhaltlich möglichst viel abbringen kann und ja, wo es jetzt eher bequem ist. Das heißt, die einzige Chance tatsächlich für eine freiheitliche Partei in eine Regierung zu kommen, kann nur sein, wenn uns der Wähler diese Stärke gibt und so stark macht, dass die ÖVP an uns nicht mehr vorbeikommt. Und wenn das der Fall ist und ein Wilfried Haslauer bleibt, er hat ja gesagt, es gibt keine Schmerzgrenze beim Ergebnis, es ist ihm eigentlich völlig wurscht, wie viel er verliert. Erster möchte er bleiben. Wenn er wirklich bleibt, weil bei der Personalangelegenheit der ÖVP kann ich mich nicht einmischen, würde ich genauso wenig akzeptieren, dann wird man schauen, dass man sich in der Woche darauf natürlich zusammensetzt und schaut, inhaltlich was weiterzubringen. Aber die ÖVP wird, wenn es irgendwie geht, es mit aber den Schwächsten probieren. Und haben nicht als ihr Ziel, Sie würden gerne in die Regierung kommen, um dort mit einem Wohnbaulandesrat, mit vielleicht einem Umweltlandesrat die Windräder zu verhindern, mit einem Teuerungslandesrat die Teuerung in den Griff zu bekommen oder mit einem Wirtschaftslandesrat etc. Verantwortung zu übernehmen ist ein Ziel. Das ist Ihr Ziel. Das haben wir von Beginn an gesagt. Es gibt ja auch Parteien, die überhaupt keine Verantwortung übernehmen wollen nach der Wahl. Wir haben das ganz klar gesagt, aber wir wissen auch, uns kann diese Stärke nur der Wähler geben und die ÖVP wird es mit jedem anderen machen, nur nicht mit uns, wenn sie nicht muss. Und ist eigentlich, um zum Schluss des Interviews zu kommen, Ihr Ziel auch, Landeshauptfrau zu werden? Ich wäre eine schlechte Spitzenkandidatin, wenn ich nicht um Platz 1 mitkämpfen wollte. Naja, also entschuldigen Sie. Und so wie es momentan ausschaut, sind wir dran am Sprung und am Ende kann es vielleicht sogar auf Augenhöhe ausgehen mit der ÖVP. Also Ihr Ziel ist, Nummer 1 zu werden. Ja, natürlich. Charakterlich nicht ganz gefestigt, Herrn Haslauer abzulösen. Wann, wenn nicht jetzt, ja. Das heißt, Sie wollen tatsächlich Landeshauptfrau werden? Ich glaube, es ist möglich. Also in Zeiten wie diesen, wo die Menschen einfach eine Veränderung wollen und ehrlicherweise verglichen mit dem Landeshauptmann, wer verkörpert Veränderung so wie wir Freiheitliche? Das wäre dann die erste Hardrock-Landeshauptfrau Österreichs noch dazu in der Mozartstadt. Ihnen zuliebe würde ich die Lederjacken dann anziehen. Ja, genau. Und wieder zu Bon Jovi. Ja, so wie so ist das es. Ja. Zu Guns N' Roses war das. Bereits Guns N' Roses. Bitte vielmals. Umso besser. Ja? Liebe Frau Swarczyk, glauben Sie, können Sie wirklich Landeshauptfrau werden? Gibt es da jemanden, der Sie dann wählen wird? Also ich glaube, man wächst mit den Herausforderungen. Und ich hätte vor 7 Jahren mit 23 Jahren auch nicht geglaubt, dass ich jetzt zu meiner zweiten Landtagswahl antrete und dem amtierenden Landeshauptmann gefährlich werden könnte. Also wir trauen es uns zu, ich traue es mir zu, sonst wäre ich die Falsche am falschen Ort. Und ja, was dann nach der Wahl sich ausgeht und wie es dann ausschaut, das wird man sehen. Ja, man muss ja dazu sagen, Sie haben es insofern leicht, als letztes Mal hatten Sie eine Parteiabspaltung, teilweise auch von Ihnen provoziert. Der Herr Schnell ich ist der, na ja, schon, sagt man. Der Herr Schnell ist ja mit einer eigenen Gruppe gegen Sie angetreten und immerhin, glaube ich, 5% gemacht. Das heißt, die 5% müssten Sie eigentlich nach Hause holen können, oder? Ja, ob man die 1:1 wirklich zur Freiheitlichen Partei ziehen kann, ja, die kommen das, ist, ja von Ihnen. Das ist immer die Frage. Ich glaube nicht alle, aber natürlich, die ÖVP hat uns einen riesengroßen Gefallen getan, indem sie den Karl Schnell in ihr Unterstützungskomitee geholt hat. Ja. Weil wenn diejenigen, die damals FPS, den Charlie Schnell gewählt haben, eines nicht waren, dann Schwarze. Das waren vielleicht freiheitliche Urgesteine, die aber jetzt, und das hören wir schon ein bisschen angefressen sind, auch auf den Karl Schnell, und eben sagen, also das macht man nicht, auch nicht als Ex-Freiheitlicher, und die werden jetzt wahrscheinlich eher wieder zu uns wandern und sicher nicht zur ÖVP. Aber wenn Sie auf Augenhöhe ganz knapp Erste werden, und das ist ja vielleicht möglich mit diesen 5%, die das vom Herrn Schnell vielleicht kommen und den anderen Prozenten, dann werden Sie noch am Wahlabend ansagen, ich will Landeshauptfrau werden? Na, der Erste, der durchs Ziel geht, wird den Landeshauptmann stellen. Und der Erste, wird ihn stellen? Ja. Oder will ihn stellen? Der wird ihn stellen. Also wieso sind Sie sich da so sicher? Wir haben immer gesagt, wir werden diese Tradition und auch das in der Verfassung festgeschriebene Prinzip, dass die Nummer 1 den Landeshauptmann stellt und auch versucht, eine Koalition zu verhandeln und eine Mehrheit zusammenzubringen, nicht übergehen. Ich habe nichts Gegenteiliges von anderen Parteien gehört. Also gehe davon aus, dass das auch jeder akzeptieren würde.
Ich bin gespannt, liebe Frau Schwarz, ich habe schon so viele Interviews mit Ihnen geführt. Das wäre natürlich das Kurioseste, wenn ich Sie am Sonntag nach 17 Uhr interviewen könnte als Nummer 1 in Salzburg. Ich bin gespannt. Für alle Fälle nehme ich die Lady. Ich bin gespannt. Sie nehmen ja dann vermutlich an, dass das dann ein extremer Schub auch für Ihre Bundespolitik, für den Herbert Kickl wäre. Und Sie hätten dann gerne Blau-Schwarz auch auf Bundesebene? Das kann man halt, glaube ich, noch weniger sagen, was sich im Bund tun wird. Eines ist aber schon aber klar. Aber in Salzburg würden Sie dann gern mit Blau-Schwarz regieren? Ich glaube, es wird sich wenig anderes ausgehen, zumindest für uns. Und wie gesagt, die ÖVP wird uns nicht in die Regierung nehmen, wenn sie nicht muss. Ja, aber umgekehrt, Sie werden die ÖVP in die Regierung nehmen. Das ist ja naja, dass relativ klar ist, dass wir weder mit Grünen noch Neos inhaltlich zusammenkommen und dass es sich mit der SPÖ vielleicht rechnerisch überhaupt gar nicht ausgeht. Ja, da wird am Ende dann etwas übrig bleiben, wo man die Macht des Faktischen des Wahlergebnisses hat. Also das wird eine verdammt spannende Wahl am Sonntag, ne? Ja, das ist einmal sicher, ja. Gut, ich bin gespannt auf Sonntag 17 Uhr, ob Sie dann mit Lederjacke oder im Dirndl oder schon sozusagen im Dress der neuen Landeshauptfrau auftreten. Marlene Schwarzig, alles Gute. Noch einmal Hochachtung vor diesem Wahlkampf. Ich glaube, es gibt ja kaum ein Salzburger Dorf, das Sie nicht besucht haben in dieser Wahlauseinandersetzung. Es war intensiv, aber es hat auch Spaß gemacht. Ja. Ja, also wie viele Orte so ungefähr haben Sie besucht nach Ihrem Gefühl? Es ist ja nicht nur die letzten 6 Wochen Wahlkampf, es ist ja in Wahrheit 5 Jahre durch, weil die letzten 6 Wochen macht man das nicht mehr gut, was man 5 Jahre nicht gemacht hat. Also aber man sagt, es sollen über 100 Orte gewesen sein. Von den Orten her, glaube ich, waren wir überall und auch mit vielen im direkten Gespräch. Also, ja. Gut, danke Marlene Schwarzig. Sonntag, wie gesagt, Salzburg-Wahl. Wir sind 16 Stunden live auf Sendung. Wir starten um 8 Uhr. Wir sind dann dabei, wann die Marlene Schwarzig, ich glaube um 10.30 Uhr. So in etwa, zwischen 10.30 und 11 Uhr. Ihre Stimme abgibt, ich glaube in Großgemeinde. Genau. Ja, da sind wir natürlich live mit der Kamera dort, werden Sie auch interviewen. Ich weiß nicht, ob Sie joggt vorher. Ach, spazieren gehen vielleicht. Spazieren gehen. So, und dann werden wir die Marlene Schwarzig den ganzen Sonntag begleiten, bis zum Wahlergebnis, allerspätestens um 17 Uhr, vielleicht schon um 16 Uhr, wenn Maria Alm sein Haus der Begegnung nicht wirklich durchzieht. Das werden wir sehen, vielleicht sperren die auch um 16 Uhr zu. Und dann um 20 Uhr die Analyse von Chab und Westenthal und davor möglicherweise mein Interview mit einer neuen Landeshauptfrau. Schauen wir uns gleich an. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt gleich ein ganz interessanter Herausforderer von der Marlene Schwarzig. Der zweite, der gewinnen wird an diesem Sonntag, weil er nämlich von Null kommt, also nur zulegen kann. Und der zweite, der ähnlich wie die Frau Schwarzig aufregt, polarisiert und für ziemlich viel Unruhe sorgt. Der Spitzenkandidat der KPÖ. Tatsächlich, die KPÖ will in Salzburg ebenfalls mit dabei sein, wenn Regierungen geschmiedet oder Politik gemacht wird. Hören Sie sich das an, gleich nach der Werbepause.